Vom geschäftigen Dubai International Airport, DXB, eingebettet in das Herz der Stadt, geht es über die belebten Straßen vorbei an der dicht bebauten Skyline, direkt hinaus in die Weiten von Dubai South. Und dort, mitten in der Wüste, erhebt sich der spektakuläre Al Maktoum International Airport, auch bekannt als Dubai World Central DWC. Der Al Maktoum International Airport wird nicht einfach nur größer. Nein, er wird zum größten Flughafen der Welt. Ja, ganz genau. Und wir reden hier nicht von ein bisschen größer oder einem Upgrade. Wir reden hier von einem Flughafen, der alle bisherigen Dimensionen sprengt. Nur um das mal in Perspektive zu setzen, dieser Flughafen wird 5 parallele Start- und Landebahnen haben, die alle gleichzeitig genutzt werden können. Das sind nicht nur Zahlen auf dem Papier, das bedeutet reale Vorteile für den Luftverkehr. Dazu kommen 400 Gates für Flugzeuge. Das ist mehr als doppelt so viel wie am Frankfurter Flughafen. Und dann sprechen wir von einer jährlichen Kapazität von 260 Millionen Passagieren. Stell dir das vor, das sind mehr als dreimal so viele wie die gesamte Bevölkerung Deutschlands. Wahnsinn! Aber warum braucht Dubai das überhaupt? Ich meine, sie haben doch schon den Dubai International Airport und der ist doch riesig. Das stimmt. Der Dubai International Airport, oder kurz DXB, ist einer der geschäftigsten Flughäfen der Welt. Allein 2024 wurden dort über 92,3 Millionen Passagiere abgefertigt. Aber hier liegt das Problem. Der Flughafen ist schon seit Jahren an seiner Kapazitätsgrenze. Er liegt mitten in der Stadt, umgeben von dicht bebauten Wohngebieten. Es gibt keinen Platz für zusätzliche Landebahnen und jede weitere Erweiterung wäre einfach nicht praktikabel. Okay, jetzt verstehe ich. Sie setzen also auf einen Neustart an einem komplett neuen Standort, richtig? Yes, genau. Dubai denkt halt langfristig. Warum sich mit Kompromissen zufrieden geben, wenn man die Chance hat, etwas völlig Neues und Bahnbrechendes zu schaffen? Der Al Maktoum International Airport wird nicht nur ein Ersatz für den DXB sein, sondern ein Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte. Und wenn wir schon von Dimensionen sprechen, der BER in Berlin, der hat, wenn wir uns die Zahlen von letztem Jahr anschauen, eine Kapazität von gerade mal knapp 26 Millionen Passagieren pro Jahr. Das ist ein Bruchteil dessen, was hier in Dubai geplant ist. Okay, aber was passiert eigentlich mit dem alten Flughafen? Wird er einfach abgerissen? Also nicht ganz. Der DXB wird nach und nach stillgelegt, aber das Gelände wird nicht brach liegen. Tatsächlich gibt es schon konkrete Pläne, das Areal komplett neu zu entwickeln. Und weißt du, wie groß das Gelände ist? 2900 Hektar, also 29 Quadratkilometer. Das ist mehr als manche europäische Kleinstadt. Wirklich beeindruckend. Und was genau plant man dort? Laut offiziellen Quellen soll das Gebiet in ein modernes Stadtzentrum umgewandelt werden. Es gibt Pläne für erschwingliche Wohngebiete, was dringend benötigt wird, da die Mietpreise in Dubai stetig steigen. Außerdem sind Freizeit- und Unterhaltungsparks vorgesehen, ähnlich wie in Singapur, wo alte Flughafengelände in Erlebniszentren umgewandelt wurden. Und natürlich wird es auch großflächige Parks und Grünanlagen geben. All das könnte Dubai noch lebenswerter machen. Und wenn wir einen Blick auf andere Städte werfen, wie Athen oder Singapur, dann sehen wir, dass solche Umwandlungen wirklich eine enorme Wirkung auf die Umgebung haben können. In Athen wurde das alte Flughafengelände zu einem urbanen Zentrum mit Grünflächen und Wohngebieten. Vielleicht erleben wir hier etwas Ähnliches. Und genau wie beim BER, der Jahre gebraucht hat, um überhaupt fertigzustellen, zeigt Dubai, wie Projekte von Anfang an strategisch geplant werden können. Aber warum genau hat man sich für Jebel Ali entschieden? Gibt es da strategische Gründe? Absolut. Jebel Ali ist der perfekte Standort für diesen Megaflughafen. Zum einen liegt er direkt am Jebel Ali Port, einem der größten Häfen der Welt. Das ist ideal für den Luftfrachtverkehr, da Container praktisch direkt vom Schiff ins Flugzeug geladen werden können. Außerdem ist die Expo City Dubai nur 20 Minuten entfernt. Diese futuristische Stadt wurde zur Weltausstellung 2020 gebaut und ist ein Symbol für Innovation und Fortschritt. Wusstest du übrigens, dass wir dazu ein eigenes Video haben? Schau es dir später an, wenn dich die Details der Expo City interessieren. Und dann haben wir noch Palm Jebel Ali, die zweite künstliche Insel Dubais,
die doppelt so groß sein wird wie die Palm Jumeirah. Auch dazu haben wir ein spannendes Video gemacht. Und es ist auch spannend, wie Dubai diese Projekte miteinander verknüpft. Es entsteht nicht nur ein Flughafen, sondern eine gesamte Infrastruktur, die auf Effizienz und Wachstum ausgelegt ist. Vergleichen wir das mal mit dem Frankfurter Flughafen. Dort hat man gerade mal zwei große Startbahnen, während DWC allein in der ersten Phase zwei neue parallele Bahnen baut. Das ist eine ganz neue Dimension. Das Projekt wird in drei große Phasen unterteilt, um die Umsetzung so effizient wie möglich zu gestalten. In der ersten Phase, die bis 2030 abgeschlossen sein soll, werden zwei Start- und Landebahnen gebaut. Diese Phase umfasst auch den Bau der ersten Terminals, die eine Kapazität von 150 Millionen Passagieren pro Jahr haben werden. Dabei kommt modernste Technologie zum Einsatz, wie KI-gestützte Systeme für Passagiere und Gepäck, die den gesamten Prozess schneller und effizienter machen sollen. In der zweiten Phase, die bis 2040 andauern wird, wird der Flughafen auf 5 Start- und Landebahnen erweitert. Zusätzliche Terminals werden gebaut, sodass die Kapazität auf unglaubliche 260 Millionen Passagiere pro Jahr erhöht wird. Diese Erweiterung ist notwendig, um mit dem wachsenden Bedarf Schritt zu halten und Dubai als globales Drehkreuz zu etablieren. Die dritte Phase, die bis 2050 abgeschlossen sein soll, beinhaltet die vollständige Verlagerung aller Flugbewegungen vom alten DXB zum neuen DWC. In dieser Phase wird der Flughafen zu einem globalen Luftfahrtzentrum ausgebaut, das mit Hyperloop-Systemen und anderen zukunftsweisenden Technologien integriert wird. Und stell dir vor, wie diese Technologien den Passagieren das Reisen erleichtern werden. Von biometrischen Sicherheitschecks bis hin zu vollautomatischen Gepäckabgaben. Das klingt wie Science Fiction, aber in Dubai wird es Realität. Vergleichen wir das mal mit dem BER, der gerade mal anfängt, digitale Prozesse einzuführen. Hier in Dubai denkt man in komplett anderen Maßstäben. Dieser Flughafen wird nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir reisen, sondern auch enorme wirtschaftliche Auswirkungen haben. Er wird das Zentrum eines neuen Stadtteils, Dubai South, bilden, der Platz für über 1 Million Bewohner bieten soll. Das bedeutet neue Jobs, Wohnraum und wirtschaftliche Möglichkeiten. Aber es gibt auch Herausforderungen wie die immense Finanzierung von 35 Milliarden Dollar und die logistischen Hürden bei der Verlagerung aller Flüge. Ja, und das ist wirklich beeindruckend, aber gleichzeitig ist es auch eine große Wette auf die Zukunft. Passt der Zeitplan und wie unterscheidet sich diese Vision von anderen Megaflughäfen, wie zum Beispiel dem King Salman Airport in Saudi-Arabien, der ebenfalls gigantische Pläne hat? Das waren die Pläne des Al Maktoum International Airport. Und wenn ihr mehr über Dubais unglaubliche Projekte erfahren wollt, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Video.